Angriff von Depailler, der erste in der 23. Runde. Ja, aber an dieser Stelle überholt niemand, da kann niemand überholen. Hier hat vor 3 Jahren Hans-Joachim Stuck einen Angriff von James Hunter nebst und das Ergebnis war, dass der Wagen von Stuck in die Luft geflogen ist und sich gegen die Drahtzäune